aber Möschle gibt es auch in Breisgau, das Generalmäusle von 2-3 Wochen geblieben. Das sind die urtypischen Formen, wie früher in Weingarten getragen wurde. Nicht zu verkennen oder zu verwechseln, beziehungsweise man sieht Ähnlichkeiten zu der letzten, wie sie früher oder der Tragen worden sind oder heute noch in Konstanz tragen werden. Und sie haben da noch Gasemaske. Ja. Die Gasemaske wurde auch neu eingeführt, wieder eingeführt. Da ist der Andi Reuter sehr führend. Der macht auch Kurse, um Drahtgasemaske herzustellen. Und interessant, die Drahtgasemaske gibt es auch in Spanien. Ich war vor 2 Jahren in Malaga in einem Volkskundemuseum und da gab es 200 Jahre alte Drahtgasemaske. Mit dem Narrenrad, da sehen wir, da haben die Räuber und die Zunftmeisterin eine Revolution in der VSN hat sie ausgelöst. Dieses harte Backenhauser. Und der Narrensamen gibt Gas. Auch die waren gestern aktiv bei der Schneller-Weltmeisterschaft. Reisgau! 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 Hinter Narra kommen die Waldweiden. Dann wurzelt selbst der Hilfsgabe. Da noch, da kommt einer. Zwei. Den Wald entspringen mit allem, was dazugehört. Fell, gemischte Eichhörne, Tampe, Pannenreisig.
Und weiter geht's zu der Laubach-Tagreise mit der Laubach. Auf die Prüfung war mit dem Kräftchen Breisgau. 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 Plätzlerhelfer sind in den 1920er oder 1930er Jahren umgestaltet worden. Meistens haben wir irgendwelche Stadtbauern reingenommen, die Häuser. Früher war das eher einheitlicher, jetzt ist es lokal uniformiert. Deine rote Messer folge die Schlüssel nach. Was sind die Unterschiede? Weißgau, Oberloch! Weißgau, Oberloch! Weißgau, Oberloch! Weißgau! Opa!